Das Ziel dieses Konjunkturpaketes ist es ja, die Binnenkonjunktur zu stärken. Mittlerweile ist allerdings mehr als fraglich, ob das auch funktionieren wird. Denn der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzminister hat erhebliche Zweifel. Mittlerweile sogar Beamte des Bundeswirtschaftsministers äußern ihre Bedenken, ob das Konjunkturpaket wirklich funktionieren wird. Zum Ersten, es ist vorgeschlagen, eine vorübergehende Mehrwertsteuersenkung von Juli bis Dezember diesen Jahres einzuführen. Das ist sicherlich gut gemeint, aber wird am Ende aus meiner Sicht jedenfalls nicht wirklich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Zum Ersten, das Ganze ist mit einem erheblichen Bürokratieaufwand verbunden. Die Mittelständler melden uns zurück, dass sie die Preise neu auszeichnen müssen, die Kassensysteme müssen geändert werden, die Rechnungslegung muss nur für 6 Monate geändert werden. Das ist gerade für kleine mittlere Unternehmen ein erheblicher Bürokratieaufwand. Und zum Zweiten, es ist mehr als fraglich, ob diese vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wirklich bei den Menschen im Portemonnaie ankommt. Meine Befürchtung ist, dass nicht die Preise gesenkt werden, sondern dass insbesondere Online-Händler wie beispielsweise Amazon, die ja gerade gut durch diese Corona-Krise auch wirtschaftlich gekommen sind, dass die am Ende die Profiteure einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung sein werden. Wenn man das Ganze ausrechnet, dann weiß man, dass für einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland eine Ersparnis, wenn die Mehrwertsteuersenkung komplett weitergegeben werden würde, von höchstens 30 Euro entsteht. Und das ist nicht der Konjunkturimpuls, den Deutschland jetzt braucht. Aus unserer Sicht wäre es besser, den Menschen das Geld direkt zurückzugeben, beispielsweise über eine Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, über eine Einkommensteuersenkung und zum Zweiten über die von uns vorgeschlagene vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Denn der wird ja in diesem Jahr noch von allen Menschen in Deutschland, auch von den Beziehern von kleinen Einkommen bezahlt. Und insofern würde über diese beiden Maßnahmen das Geld direkt im Portemonnaie der Leute landen und sie könnten es ausgeben. Das wäre wesentlich effektiver und würde wesentlich besser die Konjunktur stützen. Der zweite Vorschlag der Bundesregierung ist der sogenannte Kinderbonus. Und da will ich sagen, dass die Bundesregierung aus meiner Sicht hier unehrlich ist. Es ist in den letzten Wochen der Eindruck erweckt worden, dass alle Familien, dass alle Kinder in Deutschland davon profitieren. Aber das ist nicht der Fall. Denn die Wahrheit ist, dieser Kinderbonus wird voll steuerlich angerechnet. Das bedeutet, dass am Ende des Jahres einiges beim Finanzminister zurückfließen wird und nicht die Familien der Mitte profitieren und viele Familien eben leer ausgehen und am Ende des Jahres jedenfalls ihr böses Erwachen erleben. Olaf Scholz hat ja davon gesprochen, dass das Konjunkturpaket einen Wumms auslösen soll. Ich glaube, dieser Wumms bleibt aus. Denn wenn das Konjunkturpaket nicht wirkt, dann ist Deutschland gleich doppelt betroffen, dann werden wir doppelt verlieren. Zum einen wird der Schuldenberg wachsen und zum anderen droht, dass die Zahl der Arbeitslosen im kommenden Jahr wachsen wird. Und insofern wäre mit diesem Konjunkturpaket nichts gewonnen. Deswegen haben wir eigene Vorschläge vorgelegt. Wir freuen uns jetzt auf die Beratung mit der Bundesregierung. Heute ist ja nur das Kabinett dran gewesen, jetzt ist der Bundestag dran. Und ich fordere die Große Koalition aus, mit uns noch einmal in Gespräche einzutreten, um ein besseres Konjunkturpaket für die Konjunktur in Deutschland zu schnüren. Denn was wir zurzeit erleben, ist ja durchaus, dass gerade Mittelständler versuchen, über Rabattaktionen wieder die Kunden in die Läden zu locken. Das ist auch vollkommen gut in der Marktwirtschaft, dass das funktioniert. Aber es ist ja keineswegs sichergestellt, dass über eine Mehrwertsteuersenkung das weitergegeben wird. Meine Sorge, deswegen habe ich das Beispiel eines Online-Händlers genannt, ist, da werden die Preise über Algorithmen festgelegt, dass überhaupt nicht sichergestellt werden kann durch den Staat, weil wir eben Bruttopreise haben. Der Kunde zahlt ja das, was auf dem Schild steht sozusagen und nicht den Nettopreis, dass am Ende des Tages überhaupt nicht sichergestellt werden kann, dass es beim Kunden landet. Und deswegen der Gegenvorschlag. Lasst uns doch lieber die Einkommensteuer senken. Gerade die mittleren und kleinen Einkommen sind in Deutschland über Gebühr belastet. Das wissen wir seit vielen Jahren. Jetzt dort eine Reform für eine dauerhafte Entlastung wäre gut. Und zum Zweiten eben die Abschaffung des Solis, weil gerade kleine Einkommensteuerzahler den in diesem Jahr noch zahlen. Zumal muss man bedenken, selbst wenn es funktionieren würde, unterstellt, es sei so, dann würden zum 1. Januar 2021 ja die Preise wieder steigen müssen. Also gerade in dem Jahr, wo wir noch weitere konjunkturelle Unterstützung brauchen, das wäre das falsche Signal. Und ich habe die Befürchtung, dass gerade im Mittelstand, auch gerade
gerade bei den Händlern, bei den stationären Familienbetrieben, die Händler sind, dass bei denen dann die Zahl der Arbeitslosen steigt. Und das wäre genau kontraproduktiv. Also ich glaube nicht daran, und das sind wir nicht alleine als Freie Demokraten, ich habe es vorhin erwähnt, der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministers, aber eben auch mittlerweile sogar Beamte im Bundeswirtschaftsministerium, die es eigentlich wissen müssten, die haben erhebliche Zweifel. Und ich glaube, es ist gut, die Bundesregierung tut gut daran, jetzt nochmal über dieses Konjunkturpaket grundsätzlich zu sprechen. Da müssen andere Maßnahmen rein. Die Mehrwertsteuersenkung ist gut gemeint gewesen, aber sie wird so nicht funktionieren. Sie ist befristet, bürokratischer Aufwand, und am Ende des Tages steht in den Sternen, ob das Geld bei den Menschen ankommt.